Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Entschuldigt meine Stimme, aber ich bin immer noch kränklich. Wir wollen jetzt Smart Home mal ein bisschen gucken, was ich hier gemacht habe. Ich habe hier so viel verbaut, wie es möglich ist. Teilweise ist so ja noch mehr möglich, aber ich habe schon teilweise übertrieben. Das werde ich euch jetzt zeigen, auch verschiedene Kommandos. Aber ganz wichtig, ich werde das A-Wort jetzt öfters sagen, weil ich steuere das alles über den Fire TV Cube. Also, wenn ihr euer Mirit, Echo und was weiß ich alles, das A-Wort genannt habt, also dass er mit Alexa ansprechen soll, machtet jetzt Pause das Video hier und schaltet euer Gerät stumm. Nicht, dass ich aus Versehen irgendwas auslöse oder nicht auslöse oder halt was mache, was eure denn halt irgendwie Strom an oder Strom aus oder was weiß ich. So, nachdem ihr jetzt Pause gemacht habt und halt euer Gerät stumm geschalten habt, werde ich euch mal ein bisschen erklären, worum es jetzt überhaupt geht. Leuchte mal, füll mal hier das Sideboard. Also bei dem Sideboard habe ich mehrere Steckdosenleisten beziehungsweise mehrere Einzelsteckdosen, die über ab, also ich kann es ja jetzt sagen, ihr habt ja Pause gemacht, über Alexa steuerbar sind. Zum einen haben wir hier eine Steckdosenleiste von Meros, die könnt ihr mit Alexa praktisch jede einzelne Steckdose, Vorsicht, hier der Kabel, jede einzelne Steckdose separat an- und ausschalten oder das komplette Ding, auch USB separat an- und ausschalten oder das komplette Ding anschalten. Bei USB gab Das weiß ich leider nicht, aber vielleicht findest du einen meiner Skills interessant. ja, Er pst. heißt meine Enzyklopädie. Och, Alexa, Möchtest Ruhe. du ihn Alexa, ausprobieren? stopp. Schnauze. Das weiß ich leider Och. nicht, aber vielleicht findest du einen meiner Skills interessant. Er heißt meine Enzyklopädie. Alexa, Möchtest du ihn stopp. ausprobieren? Stopp. Ich mach dich selber jetzt mal aus. Hier, gib mir auf den Sack. Es gab aber Probleme, wenn ich habe es USB genannt. Wenn ich Alexa aber gesagt habe, schalte USB an oder USB aus, hat das nicht funktioniert. Sie hat USB irgendwie nicht gemacht. So, dann habe ich hier zwei von denen verbaut. Das sind die von Gosuna oder so. Da hatte ich eigentlich drei verbaut. Jetzt habe ich nur zwei verbaut, weil die PlayStation läuft über eine einzelne Steckdosenleiste. Das ist, achso, die ist ja hinter, die seht ihr jetzt nicht. Da ist ein Dreierstecker dran und da ist die PlayStation dran, die Festplatte dran. Und irgendwas war noch für die PlayStation, ich glaube der HDMI-Verteiler. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Und die brauchen ja nicht immer an sein und die brauchen auch kein Standby-Energie. Also wenn ich die nicht brauche, ist die aus. Da hatte ich vorher auch diesen von Groners dran. Oder Groner, ich weiß nicht, wie die heißen, Groner. Aber mit dem gab es nur Probleme, weil, wie gesagt, das Ding liegt dahinter. Und da gab es nur Probleme. Da habe ich jetzt den von Meros dran. Damit funktioniert es wunderbar. Weil der Growner hat immer die Frequenz verloren oder keine Ahnung. Mit dem von Meros funktioniert es wunderbar. Dann habe ich praktisch den hier. Da ist dann halt die. Mal kurz gucken. Ja, gut. Das ist die TV-Steckdose 1. Und das habe ich TV-Steckdose 2 genannt. Die anderen sind auf Dauerstrom. Also hier ist einmal Dauerstrom, das ist für den Fernseher, da ist ein Dreierverteiler dran, da ist der Fire TV Cube hat immer Strom, dann die Uhr, zeig mal hier, Fire TV Cube hat immer Strom und die Uhr und der Fernseher. Das sind die einzigen drei Geräte, die bei mir immer auf Dauerstrom sind. Einmal, dass ich mit ihm ja alles steuern kann. Zweitens, der Samsung-Techniker hat gesagt, die müssen immer am Strom bleiben, sonst programmieren die sich aus. Weil ich damit immer Probleme hatte, weil die HDMI sich dann ausprogrammiert hatten. So, und bei dem Fire TV Cube habe ich das so gemacht, dass der praktisch, ich habe WLAN verbunden und LAN. Mein LAN funktioniert jetzt ja nicht, weil ich habe, da, geh mal hier rüber, zeig mal das. Das ist mein LAN, ja, das ist mein Devolo Gigagate nennt sich das. Da sind. Das ist der Satellit. Die Basis steht neben der Fritzbox und die funken sich mit 5 GHz mit einer verschlüsselten Verbindung an.
habe eine sehr hohe Bandbreite dadurch. Da hängt die PlayStation dran, der Fernseher dran und noch andere Geräte, also Blu-ray-Player und Receiver und so was alles. Aber der ist, wie ihr seht, jetzt aus, hier leuchtet nichts. Der hängt nämlich an der TV-Steckdose dran. Weil, wenn, ja, wenn ich TV gucke, brauche ich logischerweise Internet, deswegen hängt der da dran. So, dann habe ich hier den Controller, die Controller-Ladestation, die hängt an dieser Steckdose hier dran von Meros. Den zeige ich euch auch gleich und meine Festplatten. So, nächster. Dann hängt hier noch halt an. Dann an der Meros-Steckdose hängt der Blu-ray-Player und der Receiver dran, hier unten. Also praktisch die Ladestation, Blu-ray-Player, Receiver. Und das ist Switch. Da geht ein Dreierverteiler zu Switch hoch. Komm mal hoch, zu Switch. So, da hängt jetzt die Switch nur dran. Da habe ich einen Dreierverteiler, der ist hier hinterm Schrank. Und da ist nur die Switch dran. Nee, hier oben ist er so, ja. Da ist nur die Switch dran, weil ich musste den ein bisschen verlängern, weil der Stromkabel von der Switch ein bisschen klein ist. Da hängt jetzt nur die Switch dran und mein Ladekabel für mein Ladegerät von dem Akku von der Cam. Hier habe ich dann noch einmal eine alte Version von der Devolu Steckdose und hier ist der Grounder, der nicht funktioniert hat, der von der PlayStation. So, ich habe auch Devolu verbaut. Aber die neuere Version, der ist aus dem Kinderzimmer, den habe ich jetzt nur hergeholt, damit ich euch den mal zeigen kann. So, kommen wir weiter. Jetzt zeig mal hier rüber. So, dann habe ich einmal eine LED-Leiste komplett über das ganze Regal, wo die Figuren sind. Eine LED-Leiste ums Bild rum, hinterm Bild. Eine Meros-Lampe hier hinten. Die sollte eigentlich fürs Schlafzimmer sein, aber ich hab mir die jetzt nochmal gekauft fürs Schlafzimmer, weil die ein schönes Licht macht und die passt hier hinten gut rein, die fällt kaum auf. Da kann man die Ecke dann halt hier nochmal ein bisschen farbig gestalten. Dann habe ich hier eine Steckdosenleiste, die habe ich auch über so ein Meros 2 Steckdosenteil verteilt. Da kann ich dann sagen Sofa an oder aus, dann geht diese Steckdose an oder halt aus. Und da hängt jetzt praktisch das LED-Bild dran. Und hier sind zwei, einmal von dem Meros-Licht und einmal von dem Ladekabel von meiner Frau. Und von meinem Handy kann ich ohne Ladekabel drin machen. Kann man hier super verstauen und könnten so ja noch ein paar Geräte anklemmen. Also noch ein paar LEDs weiter. So, dann haben wir hier, wie gesagt, das ist ja da oben angeklemmt, also oben eine komplette. Und die beiden Regale haben auch eine LED-Leiste. Die sind zusammen an einem Gerät dran. Also nicht wundern, dass hier was steht auf dem Tisch. Das ist für morgen für Odin was shoppen. Und da haben wir dann nochmal so eine Steckdosenleiste. Hat man so drauf. Das ist auch eine von Kabel direkt. Und da hängt praktisch. Genau, zeig mal hier richtig schön, genau. Und da hängt jetzt praktisch das PlayStation-Licht dran. Mit dem USB, dann mit, ich glaube, die Lavalampe hängt noch dran und die LED-Leiste oben hängt da dran, glaube ich. Bin mir jetzt nicht 100%, nee, Quatsch, die Lampe hängt da dran. Und ein 6er-Verteiler habe ich dran gemacht, der ist praktisch, zeig mal die Box, die orangene. Genau, zeig mal auf mich. Da habe ich eine 6er-Verteiler-Steckdose. Da sind zwei LED-Leisten dran angeschlossen. Also da ist noch Platz. Die kommen von der Gesamtenergiespanne nicht auf das, was die Steckdose hergibt. Also Überlast ist oder so. Ich habe alles ausbalanciert. Mein Onkel hat mir das erklärt. Der ist Elektriker. Aber ich habe die halt da verstaut, weil zwei Leisten da oben und mit den dicken Kabeln sieht kacke aus. Habe ich da unten drin, dass alles das, was für LED ist. Ich habe dann auch noch Platz, dass ich noch andere LEDs, falls ich noch umnit. Faltbox-Regal, was bauen will, kann ich das auch machen. So, dann haben wir hier den PC. Der ist jetzt an, da ist auch eine Steckdosenleiste dran, eine. Da will ich mir noch so eine ganz kleine holen. Da gibt es bei Amazon, habe ich gesehen, die kleinsten Alexa-Steckdosen der Welt. Die kannst du, weil ich habe da so einen kleinen Strom, also wirklich so ein Zweierverteiler an der Wand, also so, kommt aus der Wand praktisch raus, aber die sind ziemlich dicht nebeneinander. Und da passen halt keine zwei, die man mit Alexa steuern kann, weil die alle so breit sind. Aber
Ja, lass mal, sie ruhig. Nee, da kommst du jetzt nicht hinter, das siehst du nicht durch die Steckdose, durch den PC. So, und da will ich mir dann noch welche holen, dass ich die dann halt beide Steckdosen separat steuern kann, weil der Bildschirm ist an einer und PC und die anderen Bildschirme hängen an einem zweiten. Da will ich dann halt eine Steckdose für die Bildschirme machen, eine direkt nur für den PC. So, das kommt aber später noch. So, geh mal da durch. So, hock dich mal hin. Und dass ich euch jetzt mal zeigen kann, Licht machen wir dann ganz zum Schluss, wie das alles funktioniert und dass das auch alles funktioniert und warum und weshalb ich das gemacht habe. Also, wie gesagt, das Einzige, was jetzt gerade an ist, weil ich angemacht habe, ist der PC, aber sonst ist, wenn ich hier rausgehe, ist ja alles dunkel. Die einzigen drei Geräte, die wirklich immer Strom haben, ist der Fernseher, die Uhr und der Fire TV Cube. Alles andere kann ich hier komplett totschalten. Ich habe auch eigene Richtlinien erstellt, also Routinen erstellt. Tigger will rein. Warte mal kurz, wir müssen mal Tigger kurz reinlassen. Na komm. Na komm rein. Tigger rein, Mausi raus, okay. Nee, Bäder nicht, okay. Na, geht da fressen. So. Ich habe auch eigene Routinen erstellt. Weil, wenn man es hat, möchte man das ja auch nutzen. Ich möchte das ja nicht nur um Bild an und Bild aus, also Licht an und aus zu machen. Ich möchte das ja auch nutzen, um bestimmte Ketten auszulösen. Also eine Reihenfolge von Sachen, die passieren soll, damit ich das nicht selber machen soll. Und eins davon werde ich euch jetzt zeigen. Du richtest jetzt mal hierher. Warte mal. Ich habe eine Routine erstellt. Die hatte ich vorher unter Filme sehen. Da hat Alexa immer rumgesponnen. Da hat sie mir immer irgendwas angezeigt, die Filme könnten für dich interessant sein. Also bestimmte Routinen funktionieren halt nicht, weil Alexa dann immer denkt, oh, hier, also auf dem Cube, ich zeig dir mal, was für dich vielleicht interessant ist. Aber jetzt habe ich eine neue Routine, also einen neuen Namen genannt. Jetzt habe ich es einfach benannt. Ich werde auch wahrscheinlich nochmal ein Video zu der Alexa-App machen und euch mal die Geräte zeigen, die drinnen sind und wie ich die angeordnet habe. So. Jetzt habe ich eine Routine erstellt, die nennt sich Fire TV an. Ganz simpel, ganz einfach. Und dann zeige ich euch, was passiert. So. Weil wie gesagt, alles ist aus. Der Fernseher hat zwar Strom, aber ist aus. Die Soundbar hat keinen Strom, weil die Steckdosenleiste aus ist. Auch das andere alles nicht. Alexa? Alexa? Fire TV an. So, jetzt geht die Steckdosenleiste an. Da unten kriegt es erstmal Strom. Das dauert dann jetzt eine Weile, bis der die Verbindung hat und hochgefahren ist. Jetzt geht der Fernseher an, gleich auf den HDMI von Fire TV. Ist alles so eingestellt, weil ich ihn so verlassen habe. Und die Soundbar geht an. Die geht automatisch an, weil der Fernseher angeht. So. Und ihr seht, alles ist da. So, Alexa, Fernseher aus. So, jetzt ist der Fernseher aus. Jetzt habe ich dann noch zum Beispiel die Routine, Alexa, PlayStation an. Jetzt habt ihr das nicht gehört, aber hat die Klick gemacht. Jetzt ist hier die PlayStation, könnte ich jetzt anmachen. Alexa, Alexa, PlayStation aus. So, und hier kann ich euch jetzt mal zeigen. Hier seht ihr, dass das komplett dunkel ist. Passt auf. Warte kurz. Alexa, Ladestation an. Alexa, Ladestation aus. So, warte mal kurz, pass auf mit dem Kabel. Warte kurz, ich habe einen Anruf. Mach mal kurz aus. Ah. So, da bin ich wieder. Ich musste hoch zu meiner Frau, die Kleine ist krank. Die hat Fieber, ihr hört es ja bei mir auch nicht. So. Jetzt möchte ich euch was zeigen. Wie gesagt, ich hatte euch jetzt die Ladestation gezeigt. So, und bei diesem Dreierstecker, der weiße ist ja schon an. Ihr habt ja gesehen, dass die Switch an ist. Ja? Und jetzt, und hier leuchtet es grün. Ich mache mal so, dass ihr das so ein bisschen besser seht. Und jetzt sage ich jetzt einfach mal, Alexa, Mensch, runter, du dicke Ding. Okay, hier ist Fernsehprogramm. Auf Frank. Alexa, stopp. Alexa, Blu-ray Player an. So, jetzt seht ihr hier praktisch, dass es hier leuchtet. Und hier leuchtet es auch rot. Und Alexa,
Receiver an. So, jetzt leuchtet es hier auch grün. Und hier seht ihr Booten. Geh mal runter, du dicke Ding. So, und jetzt stelle ich das nochmal hier so schräg. Alexa, Ladestation an. So, jetzt sind alle vier Geräte an. Und geh mal wieder was zurück. Und wenn ich jetzt sage, richte hier auf, Alexa, TV-Steckdose 2 aus. So, jetzt ist alles aus. Also die USB-Stecker sind aus, die Switch ist aus, der Blu-ray-Player ist aus, der Receiver ist aus. Ich kann das auch separat hier an- und ausschalten, dann ist wieder alles an oder halt ausschalten. Ich will aber die Switch anhaben, die soll ja laden. Also der Akku von der Kamera, weil wir wollen ja morgen Oliver einkaufen drehen. Alexa? 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 Switch an. So. Die ist nämlich ein bisschen doof momentan, weil meine Stimme kacke ist. Deswegen erkennt sie mich manchmal nicht richtig. So. Warum habe ich das so gemacht? Alexa? 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 TV-Steckdose aus. So, jetzt ist halt auch die TV-Steckdose aus. Warum habe ich das gemacht? Erstens, um Energie zu sparen. Weil es muss nicht alles hier laufen, wenn ich hier reinkomme früh und einfach nur einen Film gucken will oder Nachrichten, YouTube, irgendwas dergleichen. Dann sage ich halt Fire TV an und dann geht der Fernseher an, also die ganze Steckdosenleiste für TV. Da ist halt praktisch die Gigabit dran, dass der Fire TV Internet hat, dass der Fernseher Internet hat. Dann ist die Soundbar dran, dann ist, ich weiß gar nicht, was da noch dran ist. Das war eigentlich, ich glaube, die sind die einzigsten. Nee, Quatsch, der LAN, der noch Verteiler und so hängt dran. Müsst ihr euch, war Kabelvideo, habe ich das nur genannt. Müsst ihr euch angucken, dann zeige ich euch, wie ich was angeschlossen habe. So, dann sind wir hier in der Ecke fertig. Ich zeige euch gleich dann noch mehr. So. Warte, ich muss die Tür. Na Mausi, komm rein. Na komm doch rein. Na komm rein. Ach, dann mach ich die Tür zu. So. So, ich habe euch ja schon gezeigt, dass ich hier LEDs verbaut habe. Haben wir das gezeigt, wa? Habe ich das auch gezeigt? Beim zweiten Video jetzt, wo wir drehen? Nee. Weiß ich nicht. Eine lange LED-Leiste, also LED-Wand ist so beim oberen Regal. Die beiden Regale haben jeweils auch ein LED-Band, was aber über das gleiche Modul gesteuert wird. Das Bild hat ein eigenes LED-Band ringsherum und hinter dem Bild. Und da hinten ist die Meros-Lampe. Ja, hast du ja schon. Das habe ich ja schon gezeigt. So, hier hinten, also hier unten, seht ihr jetzt nicht, weil das Faltbox-Regal davor ist. Da ist eine Steckdose. Da hängt der von Meros, der Zweierverteiler dran. So, kannst du wieder hochkommen. Und an diesem Zweierverteiler, stell dich mal hier hin, dass man das besser... Hier sollst du dich hinstellen. Und jetzt hier so filmen, dass man das alles sieht. An diesem Zweierverteiler hängt einmal die Steckdosenleiste an der Couch dran, wo praktisch das Bild, die Meros-Steckdose, Ladekabel für Schatzis Handy und bald auch mein Handy dran ist. Das ist einer. Dann habe ich einen hier hoch gemacht. Da ist dann auch von Kabel direkt eine Steckdose. Also dies von Kabel direkt, dies von Kabel direkt und hinterm Fernseher und hinterm PC. Ich werde euch alle Produkte auch unten drunter verlinken. Ich werde auch sicherheitshalber irgendwo oben Werbung drin schreiben, weil ich habe einige Geräte selber gekauft, aber einige habe ich auch bekommen, um sie zu testen. Also nicht für dieses Video, aber ich schreibe sicherheitshalber rein, weil ich sie halt nicht selber gekauft habe. Ich will halt nicht immer nur dann, wenn das Gerät kommt, Werbung reinschreiben. Deswegen mache ich nicht, dass einer sagt, ja, das ist ja gezielt, das habe ich gezielt gemacht, um diese Produkte zu bewerben für Firma XY. Deswegen einfach überall Werbung. Fertig, aus. So, habe ich hier eine Steckdosenleiste. Das ich war halt, alles schon gezeigt. Habe ich schon? Ja. Nein, das war beim ersten Video. So. Habe ich hier eine Steckdosenleiste, da hängt praktisch die Lampe dran, da hängt dann die
die Lavalampe dran und hier ist der USB von dem PlayStation-Licht. Das geht jetzt momentan auch nicht. Und einer geht runter in diese Faltbox. Da ist auch noch ein 6er-Verteiler drin und an diesem 6er-Verteiler hängt das LED-Band oben und das LED-Band unten. Und ich habe auch noch Platz, um noch weitere LED-Bänder machen zu können. So, gehen wir zurück. Da ist da eine Tür. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das aussieht und was ich für Steuerelemente habe. So, sieht man mich überhaupt noch? Nee, wa? Nee. So, jetzt richtest du halt hier so, dass man die... Nee, hier, schräg, dass man die da hinten in der Ecke auch sieht. Okay. Ja, da sieht man ein paar. So. Alexa, Licht an. So, da passiert jetzt nichts. Warum passiert nichts? Wohnzimmer antwortet nicht. Ja. Bitte überprüfe die Netzwerke. Nein, du sollst da stehen bleiben in die Ecke. Des Geräts. So. Warum passiert jetzt nichts? Weil die ganzen Geräte ja keine Energie haben. Also ich kann die jetzt nicht einfach so anschalten, weil ich habe das so gemacht, dass die nicht einfach so mal angeschalten werden können. Ich muss dann erst sagen, weil wie gesagt, es sind 2er-Verteiler dran. Alexa, Esstisch an. So. Alexa, Licht an. So. Jetzt seht ihr praktisch, oben bei den Figuren ist an, die beiden Regale sind an, die Meroslampe ist an, da hinten in der Ecke. So. Aber, auf mich mal kurz richten. So. Warum habe ich einen 2er-Verteiler? Weil das da hinten braucht ja nicht an sein, wenn ich einfach nur das Bild haben will, wenn ich einfach nur das Sofa anhaben will. So, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Alexa, Sofa aus. Alexa, Sofa aus. So, dann ist das Sofa aus. Also die Meroslampe, die hat noch ein bisschen Energie, die geht gleich hoch aus. Zack, weg ist sie. Dann kann man kind, dann ist die komplette Steckdose tot. Aber ich habe dann halt oben das Bild und das Regal und das könnte ich dann auch separat noch ausschalten. Alexa, Regal aus. Wenn ich einfach nur hier sitzen will und meine Figuren schön beleuchtet sein sollen und ich einen Film gucken will. Aber wenn ich jetzt sage zum Beispiel, Alexa, Schrank aus. Alexa, Sofa an. So, Alexa, Schrank an. Alexa, Regal an. Alexa, Licht 100%. So, ich habe das jetzt einfach mal Licht genannt. Alexa, Figuren 100%. Hat da nicht reagiert. Die sind aber eigentlich in der Richtlinie mit drin. Manchmal, rechnen wir auf mich, manchmal gibt es da ein bisschen Probleme, dass Alexa einzelne Geräte nicht gleich will oder dass die aus der Routine raus verschwinden. Da muss man da auch mal nachlegen. So, ich habe das alles so gemacht, dass man jetzt separat steuern kann, dass es wenig Energie frisst und einfach auch für optische. Und ich könnte das auch so machen, dass ich sage, wenn ich sage Licht an, dass dann halt vorher erstmal die Steckdosen angeschalten werden. Will ich aber nicht. Nicht, dass ich hier mal, ich sage öfters mal Licht an oder so und sie reagiert dann und dann nicht, dass sie dir dann mal alles angeht. Deswegen habe ich da zwei verschiedene Routinen. So, man kann es aber auch so einstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Viele haben gefragt, ist das denn so weiß oder muss das immer so sein oder kannst du das mit Alexa auch komplett anders steuern? Ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen, Alexa, Licht grün. So, Alexa, Licht blau. Alexa, Licht rot. Alexa, Licht lila. Finde ich auch eigentlich ganz schön. Alexa, Figuren lila. Ich weiß nicht, was schief gelaufen ist. Dort kommt auch mal vor. Alexa, Alexa, Regal lila. Alexa, Regal grün. Alexa, Regal lila. Alexa,
Regal lila. Ja, irgendwie will er das nicht, warum auch immer. Gucken wir meine App nach, ob das auch richtig eingestellt ist. Ich gehe einfach auf. So. Flur ist jetzt auch drin. So, und das ist der Flur, der ist jetzt aus. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel Figuren... Sieht man nicht, ist zu viel Licht. So, Figuren grün mache. So, dann leuchte mal hoch, dann sind die Figuren grün. Und bei... Ich kann auch halt einzeln machen. Ich kann es über Alexa machen oder über die App. Wenn ich jetzt sage lila. So, jetzt leuchtet es lila. Warum das manchmal nicht genommen wird, keine Ahnung. Warum sie denn hier nur in die Hälfte geht, weiß ich nicht. Eigentlich sollte sie da unten stehen. Aber okay, es kann mal passieren. So, und jetzt kann ich aber auch sagen, wenn ihr jetzt hier guckt, seht ihr das grün, lila. Alexa, Licht türkis. So, die sind jetzt alle umgesprungen. Alexa, Licht türkis. So. Jetzt ist alles, aber es wird halt die Figuren nicht angezeigt, die sind grün. Doch, egal. So. Obwohl die oben, zeig mal, obwohl die türkis sind, wenn ich die jetzt auf türkis mache, da passiert nichts, da wird nichts anderes angezeigt. Also sowas kann immer mal passieren. Kommt halt auch auf die Dings an. Oh Gott, Entschuldigung. Auf die Geräte, die halt möglich machen, Alexa zu steuern. Manche sind da sehr gut geeignet, manche haben halt so ein bisschen Macken. Das findet man dann immer eher später raus, aber... So an sich im Groben und Ganzen macht es das, was das machen soll. Alexa, Licht 10%. So, das ist eigentlich meine Lieblingseinstellung. So 10% reicht vollkommen aus. Dann ist es hier ein bisschen gedimmt. Man kann schön Film gucken und alle drum und dran. So, den Finger nicht vor der Linse. Ich weiß, deswegen mache ich es hier. Ja, den war aber gerade vor der Linse. So, Alexa, Licht aus. Alexa, Licht aus. Also das ist halt jetzt, weil ich Kaiser bin, sonst erkennt sie mich besser. Wenn ihr Probleme habt, ich empfehle euch nur die Alexa-App. Da habt ihr den Menüpunkt Stimme kennenlernen, weil die macht das nicht. Wenn ihr dem Cube das sagst, macht der das nicht. Der sagt, dann ist auf dem Gerät nicht verfügbar. Der geht halt nur mit Echo-Geräten. Aber wenn ihr kein Echo-Gerät habt, macht das einfach über... die Alexa-App, einfache, nicht wackeln, die einfache Bedienung an und so, dann setz dich doch hin. Nein, mein Arm. Dann nimm den anderen Arm. Wie denn? Wie soll ich die denn sonst halten? Also man kann sich auch dusselig anstellen. So, ja, das soll es jetzt soweit auch fast gewesen sein. Also wie gesagt, ich habe ja alle einzeln angestellt. Ich kann auch den Lichtschalter, denn wenn der angebaut ist, kann ich dann mal sagen, dass der hier an sein soll, aus sein soll. Ich habe zusätzlich auch noch hier von Devolo. So. Nimm mal die rechte Hand wieder. So. Ey, du stellst sie aber an, wie war ich erhöht. Jetzt steht hier die Wohnung auf 23,3 Grad. Ich kann die halt über Alexa auch steuern. Oder halt hier kann ich sie runterdrehen. Komm mal nochmal mit. Also ich habe dafür Routinen erstellt in der Devolo-App. Da habe ich dann halt hier praktisch den Heizsensor. So. Dann kann ich halt Alexa sagen, damit sie hier die Heizung an- oder ausmachen soll, wie viel Grad sie machen soll. Aber vorher, bevor Alexa, also Alexa gibt den Befehl, dass die Heizung so und so viel Grad sein soll. Dann in meinem Devolo habe ich ja auch Routinen erstellt. Und da wird erstmal die Routine abgefragt, ist das Fenster auf, also ist die Tür auf, weil das ist so ein Sensor, der guckt, ob die Tür auf ist. Wenn der sagt, hier Tür ist auf, dann heizt er nicht. Weil ich die Routine habe, nur heizen, wenn Fenster zu ist. Das ist einer von meinen Stichpunkten. Dann habe ich gesagt, bis 18 Grad kann er heizen, 18 Grad sollen erhalten werden, sobald es über 18 Grad ist, Heizung immer aus. Ich möchte hier nicht über 20 Grad haben. Ich habe aber eine Einstellung für Schatzi, nennt sich das. Das ist halt für das große Baby, was gerade die Kamera hält und für meine Frau,
weil die Weicheier sind und die wollen nicht immer warm haben. Und deswegen habe ich dafür Schatzi oder für Schatzis. Und dann wird dann halt auch mal 25 Grad warm, was mir persönlich überhaupt nicht gefällt. So, das ist alles möglich mit Alexa und noch viel, viel mehr. Es gibt auch noch, mit einem Raspberry kann man sich eigene Routinen erstellen und was weiß ich alles. Da gibt es noch viel, viel mehr. Ich habe halt nur jetzt erstmal die Grundsachen gemacht, die man ganz einfach machen kann. LED mit so einem Alexa-Teil. Ihr könnt jede LED nachrüsten, packe ich euch einen Link drin, weil ich habe die auch alle, fast alle nachgerüstet. Nicht bei jedem LED war halt eine Alexa-Steuerung mit bei, habe ich teilweise nachgerüstet. Ich mache euch alle Links in die Videobeschreibung. Die Steckdosen, da gibt es auch ganz viele verschiedene von. Ich packe euch die mal rein, aber die Ground, die sind gut, aber wie gesagt, hinterm Schrank, na, das war dann halt nicht so gut. Da ist dann Meros und Devolo, die höherpreisigen Geräte, wesentlich besser. Da kann man wesentlich mehr mitmachen und die haben, verlieren auch nicht die Frequenz. Also denkt dran, dass ihr da nicht nur auf den Preis achtet, weil wir einmal schlecht kauft, kauft halt zweimal oder ist dann nicht zufrieden und hört auf. Deswegen, manchmal sind die Sachen ein bisschen was teurer, aber dafür besser. So, wenn ihr da jetzt noch Fragen habt zu Alexa und die Steuerung und zu den Routinen, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde mein Bestes Mögliche dazu tun. Wir werden auch demnächst nochmal einen Stream machen auf Twitch, vielleicht auch auf YouTube. Ich weiß es nicht, wo wir denn Alexa durchgehen, wo ihr mir Fragen stellen könnt, wo ich euch Hilfe zu Routinen geben kann und was weiß ich alles. Und ja, ich würde mich jetzt verabschieden. Hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.